War das für dich ein schwieriger Schritt, Personal einzustellen? Das ist ja auch wieder eine ganz andere Art von Verantwortung. Davor war es so, okay, wenn ich morgen keine Lust habe, mache ich meinen Etsy-Shop, wenn ich will, zu. Aber dann hattest du Personal, die du auch bezahlen musstest, etc. Wie ging es dir emotional damit? Komplett verrückt, um ehrlich zu sein. Also, ich meine, ich war eigentlich ja noch Vollzeitstudent zu der Zeit. Zusätzlich hatte ich ja auch noch einen eigentlich sehr, sehr schönen Werkstudentenjob und den habe ich ja dann auch an Black Friday letztes Jahr hatte ich dann noch meinen letzten Arbeitstag und dann ging es eigentlich direkt weiter. Gut, einen Monat später habe ich mich irgendwie um Personal gekümmert in meinem eigenen Business. Also manchmal habe ich mir schon gedacht mitten in der Nacht, sag mal, was passiert hier eigentlich? Und ja, aber es war super, super schön. Ich muss dazu sagen, dass ich direkt von Anfang an zwei ganz tolle Frauen eingestellt habe, auf die ich nach wie vor sehr, sehr stolz bin und zum Glück nach wie vor großer Teil des Teams sind.